Müde. Sag mal so, es ist sehr anstrengend. Zu sitzen. Also das sage ich euch, wenn ihr zuguckt. Fangt ja nie einen YouTube-Kanal an. Ganz doofe Idee. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Firma Fechner Sicherheitstechnik. Hier aus dem wunderschönen Dresden habe ich was Neues für euch, und zwar die digitale Zutrittskontrolle, digitaler Zutrittskontrollsystem ISEO Libra. ISEO Libra, was zeichnet das System aus? Wir haben ja schon einige Zutrittskontrollsysteme in der Vergangenheit vorgestellt. Was ist das Besondere am ISEO Libra? Also grundsätzlich ist es so, wir liefern euch immer ein sogenanntes Starterpaket. Weil wenn ihr so ein System einsetzen wollt, braucht ihr auf jeden Fall mal so ein Starterpaket und könnt natürlich dann gerne zusätzlich weitere Identmedien, weitere Zylinder dazu bestellen. Aber die Erstausstattung ist immer erstmal der Zylinder, der Schließzylinder in der gewünschten Länge, wie ihr ihn haben wollt. Das sogenannte Masterkartenset, das besteht aus 3 Masterkarten, kommen wir dann gleich dazu, warum ihr die braucht. 3 Identmedien, das sind die, die ihr dann am Ende mal am Schlüsselbund mit euch tragt. Und das Montagewerkzeug, was hier aus 2 Sachen besteht, um den Zylinder in der Tür zu befestigen und später auch die Batterie zu wechseln, falls die mal leer sein sollte. Was ist das Besondere an dem ISEO Libra System? ISEO Libra zeichnet sich dadurch aus, wir haben ein klassisches passives System, also mit passiven Identmedien, die ich durch Vorhalten, ist jetzt noch nicht programmiert, aktiviere ich sozusagen den Zylinder. Wenn ich kein Identmedium habe, dann ist der Zylinder praktisch dumm. Ne? Ich kann ihn drehen, wie ich will, es passiert aber nichts. Also die Tür würde nicht schließen. Erst wenn ich das berechtigte Identmedium davor halte, kann ich schließen. Aber der große Vorteil von dem ISEO Libra System ist, ihr braucht eben keine Software, die euch jetzt irgendwie Geld kostet, oder einen Computer oder ein Programmiergerät, sondern die Verwaltung läuft rein über die Masterkarten, die eigentlichen Identmedien, und wenn ihr möchtet, ist nicht notwendig, zusätzlich noch über die kostenlose ISEO Libra oder ISEO Argo heißt das dann, App. Ja, ich zeige euch mal, also achso, vielleicht noch ein bisschen was zum Zylinder. Der Zylinder, der Standardzylinder ist so, dass wir also außen einen Lesekopf haben, sprich hier muss das Identmedium präsentiert werden, damit wir den Zylinder schließen können. Auf der Innenseite ist standardmäßig der feste Knauf, das heißt, der schließt immer, was jetzt für eine normale Wohnungs- und Haustür vollkommen ausreichend wäre. Es gibt diese Zylinder auch mit beidseitiger Zutrittskontrolle. Da habt ihr also diesen Knauf auf der anderen Seite auch nochmal. Für Durchgangstüren ist das ganz praktisch. Oder eben, wie ich schon in einigen Videos gesagt habe, wenn ihr eine Haustür habt oder eine Wohnungstür mit einem Glaseinsatz, dann würde ich euch auch empfehlen, beidseitige Zutrittskontrolle. Nicht, dass der Einbrecher die Scheibe zerschlägt und dann von der Innenseite einfach nur aufschließen kann. Da würde ich euch dann sowas ans Herz legen. Der Zylinder ist standardmäßig in einer 30-30er Länge. Ich hatte das schon mal erwähnt. Also 30-30 heißt 3 cm bis zur Mitte hier bei der Stuhlbohrung und dann wieder 3 cm bis zur Innenseite. Das wird bei den meisten Türen nie ausreichen. Ich sag mal, heute sind viele Türen auch gerne mal 40-45, 40-50. Ist kein Problem. Ich halte hier jetzt noch die alte Generation in der Hand. Die neue Generation ist jetzt hier verbaut. Kann ich euch jetzt also nie genau zeigen. Aber ISEO Libra ist serienmäßig jetzt immer modular, das heißt, wir können jede Länge abbilden. Wenn ihr bei uns bestellt, wenn ihr uns anschreibt und sagt, ich möchte das gerne, können wir euch innerhalb kürzester Zeit den Zylinder auf die richtige Länge bringen und natürlich auch nachträglich die Länge jederzeit ändern, wenn ihr mal umzieht oder wenn ihr euch vermessen habt. Das würde also alles funktionieren. Was auch neu ist jetzt bei der Überarbeitung, seitdem also von Vollbauweise auf modular umgestellt wurde, ist der IP67 Witterungsschutz. Sprich, das ist also ein, ja, im Grunde genommen witterungsgeschützter Zylinder, der also auch im Außeneinsatz verbaut werden kann. Hier kann es also drauf regnen, hier kann es drauf schneien, da passiert erstmal nichts. Die Zertifizierung hat er jetzt eben serienmäßig. Früher war das ein optionaler Aufpreis, jetzt ist es immer mit dabei. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir jetzt so einen Chip, jetzt haben wir den mal hier eingebaut, den Zylinder. Achso, Entschuldigung, jetzt habe ich das fast vergessen, weil ich jetzt vielleicht die Frage stellt auch noch, warum ist hier eine schwarze Kappe, ist hier eine weiße Kappe, warum ist das hier ein Edelstahl, warum ist das hier ein Messing? Das könnt ihr frei entscheiden. Es gibt mehrere Oberflächenvarianten für die Knaufkappe, also weiß, schwarz, mit normalem Chromkreis, mit goldenem Kreis und. Und genauso gilt das auch für den hinteren Teil. Da könnt ihr Messing glänzen, Messing matt,
Edelstahl glänzend, Edelstahl matt wählen. Also da gibt es unwahrscheinlich viele Kombinationen. Alles immer sofort lieferbar bei uns. So, jetzt aber mal zum eigentlichen Programmieren und zum eigentlichen, was ihr dann eigentlich auch nutzt. Ne? Jetzt haben wir, wie gesagt, den Zylinder hier mal eingebaut. Ist noch nichts programmiert. Sprich, wenn ich den Chip jetzt vorhalte, blinkt der Zylinder rot und ich könnte jetzt drehen, aber es passiert eben nichts. Was will mir der Zylinder damit sagen? Du darfst hier nie rein. Jetzt kommen wir aber mal zum eigentlichen Thema, nämlich wie programmiere ich diesen Zylinder. Dafür nehme ich eine der Masterkarten. Wichtig ist, dass man hier die erste erstmal nimmt und das erkennt man deutlich. Masterkarte Nummer 1, die anderen haben dann 2 und 3 draufstehen. Die halte ich jetzt einmal kurz vor den Zylinder. Jetzt ist der Zylinder im Programmierzustand und jetzt kann ich die Identmedien, die ich gerne zulassen möchte, einfach davor halten. Jetzt habe ich dieses Identmedium mal davor gehalten. Das ist jetzt programmiert. Und um die Programmierung abzuschließen, halte ich einfach nochmal die Masterkarte davor. Und jetzt ist die Programmierung abgeschlossen. Ich zeige euch das jetzt. Er hat grün geblinkt. Ich kann schließen. Die anderen zwei Identmedien, die ich hier habe, habe ich noch nicht programmiert. Schließen nicht. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ich kann das Ganze auch mit dem Handy öffnen und ich kann auch die Chips oder die Identmedien, die in diesem Zylinder jetzt programmiert sind, darüber relativ gut verwalten, zum Beispiel eben auch löschen. Ne? Wie mache ich das? Wie verbinde ich ein Handy? Als erstes lade ich mir die Iseo Argo App aus dem App Store runter, die ist kostenlos, die gibt es im Google Play Store genauso wie im Apple iOS Store und halte dann, starte die App, halte dann wieder meine Karte vor diesen Zylinder. Und es leuchtet der Zylinder, also alle Zylinder, die in der Nähe sind, erkennt das System automatisch. Und der jetzt im Programmierzustand ist, der ist jetzt hier rot. Jetzt drücke ich auf den roten Zylinder. Er verbindet sich mit diesem Zylinder. Fragt mich jetzt, ob mein Handy auch als Nutzer angelegt werden soll oder nicht. Also ich kann jetzt hier Standardnutzer oder eben VIP-Nutzer einstellen. Ich mache jetzt mal Standardnutzer, sage fertig. Und jetzt kann ich hier relativ gut sehen, wer an diesem Zylinder zugelassen ist, nämlich das Telefon, einmal Felkner, das heißt jetzt hier Felkner das Telefon, und als RFID-Chip dieser eine Chip, nämlich der User Classic, übrigens hinten die Nummer, das kann man gut vergleichen, hier ist eine eingeprägte Nummer drauf und diese eingeprägte Nummer seht ihr auch hier wieder auf dem Handy. Ne? Sprich, jetzt im Moment, halt, achso, weil wir jetzt noch im Programmierzustand sind, ich gehe jetzt wieder raus, so, jetzt ist der Programmierzustand abgeschlossen. Sprich, mit diesem Chip kann ich ja hier schließen. Ihr seht, er blinkt grün und ich kann aufmachen. Jetzt machen wir nochmal mit dem Handy auf, damit ihr auch das mal seht. Der Zylinder ist hier oben drin. Wenn ich jetzt hier drücke, kuppelt er ein. Ich kann schließen. Wunderbar. Das ist übrigens diese Kommunikation zwischen dem Zylinder und dem Handy basiert auf Bluetooth, BLE. Während die Kommunikation zwischen diesem Identmedium und dem Zylinder auf der MIFARE-Basis, also NFC, Near Field Communication basiert. Also der Zylinder kann beides. Was passiert denn jetzt aber, wenn ich jetzt Identmedien wieder rauslöschen möchte? Wenn ich jetzt praktisch sage, ja gut, der Schlüssel wurde ja verloren, was mache ich denn jetzt? Genau das Gleiche, ich halte meine Masterkarte Nummer 1 vor den Zylinder, damit ich den Zylinder in den Programmierzustand hole. Damit wird in der App auch wieder der Zylinder rot. Ich wähle den Zylinder aus. Und es wird mir sofort aufgelistet, wer ist eben zugelassen. Und wenn ich jetzt löschen möchte, gehe ich hier oben drauf und lösche jetzt den einen Chip, nämlich diesen Chip hier, mit der haben wir ja vor uns gesagt, die 6471, lösche ich jetzt raus. Okay. Gehe aus dem Programmierzustand raus. Er hat das übernommen. Wenn jetzt jemand diesen Chip findet und hier vorhält, schließt er nicht. Ihr seht, ihr könnt relativ einfach eben Handys hinzufügen, ihr könnt relativ einfach weitere Chips hinzufügen, ihr könnt das Ganze hier schön verwalten, ihr könnt mehrere Zylinder in der Software verwalten. Ihr müsst die auch nicht so benennen, das sind jetzt die Werksnamen dieser Zylinder, ihr könnt auch eigene Namen natürlich vergeben, ihr könnt auch für die Chips eigene Namen vergeben, für die Handys genauso. Das macht die Verwaltung natürlich ein Stück weit einfacher. Aber ihr habt ein relativ einfaches Standalone-System, was über eine kostenlose Handy-App verwaltet wird. Natürlich könnt ihr keine Programmierung vornehmen von außerhalb. Also ihr könnt jetzt nie in München sitzen und der Zylinder ist in Hamburg verbaut und ihr könnt jetzt über irgendein Internet sagen, okay, ich lösche mal jemanden raus. Diese ganze Programmierung hier basiert darauf, dass ich vor der Tür, an der Tür bin, auf jeden Fall mal in der Bluetooth-Reichweite, wo das Handy mit dem Zylinder kommunizieren kann.
Aber in den meisten Fällen reicht das ja vollkommen aus. Ich kann auch hier mehrere Zylinder gleichschließend machen, kann also mit einem Chip mehrere Zylinder bedienen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist alles machbar. Im Zylinder selber ist eine Standardbatterie verbaut, sprich die könnt ihr also auch selber wechseln, die könnt ihr jederzeit selber tauschen. Wobei die Batteriestandzeit ganz ordentlich ist. Also ich sag mal, im normalen Gebrauch, jetzt Haustür, Wohnungstür, solltet ihr auf jeden Fall mal 5-6 Jahre Ruhe haben, bis eine neue Batterie benötigt wird. Ja, mehr bleibt mir eigentlich zu Iseo Libra jetzt nicht zu sagen. Ich gucke hier die Videografen an. Ist euch aufgefallen, was so für Fragen eventuell aufkommen könnten oder eher nicht? Verbraucht das Akku mehr Strom, wenn ich immer nur über Handy mit Bluetooth schließe? Nee. Also wir haben über die BLE oder die NFC-Technologie jetzt keinen erhöhten Stromverbrauch, weil wir immer ein aktives Signal reingeben in den Zylinder, der dann sagt, ja, darfst du oder darfst du nicht. Das sollte an der Lebensdauer der Batterie keinen Unterschied ausmachen, ob ich mit Bluetooth öffne oder ob ich mit Chip öffne. Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, wenn ihr sehr viel mit dem Handy und Bluetooth öffnet, ist es von der Bedienerfreundlichkeit so ein bisschen, ihr müsst halt in die App, ihr müsst halt auf den Zylinder drücken und die Bluetooth-Übertragung dauert 1,52 Sekunden maximal. Da werdet ihr jetzt sagen, das ist dann nicht lange. Glaubt mir, im täglichen Gebrauch ist das schon lange. Deswegen ist auch wirklich immer noch meine Empfehlung im Standardgebrauch, also wo ihr jeden Tag rein und raus müsst, nehmt den klassischen Chip, den ihr davor haltet, haben wir jetzt gerade ausprogrammiert, und ihr könnt rein. Diese Handy-Funktionalität ist eher so ein Add-on. Oh, ich habe meinen Chip drinne vergessen, ich kann auch mit dem Handy rein. Oder ich kann eben auch einem Nachbarn mal die Berechtigung geben. Achso, das hat man jetzt hier nie erzählt. Ich kann also hier auch eine Berechtigung an Dritte schicken, an E-Mail-Adressen. Die ziehen sich dann die App runter kostenlos und können dann über einen Code, den sie da eingeben, auch eine Tür einmalig oder auch mehrmalig bedienen. Das ist aber wirklich so das Add-on eher. Also die Handy-App ist wirklich eher zum Verwalten eigentlich der Technologie, ja, des Zylinders da. Ist die Anzahl der Nutzer pro Chip begrenzt? Pro Schließzylinder. Also mit dem Chip kann ich nach meinem Kenntnisstand so viele Schließzylinder bedienen, wie ich will. Pro Schließzylinder sind maximal 300 Chips, also 300 Personen möglich einzulesen. Aber wir reden ja hier auch von einer Lösung für kleinere Schließanlagen, Hausanwendungen, Wohnung, wo das ausreichend ist. Also wer hat schon eine Familie mit 300 Familienmitgliedern? Ist eher unwahrscheinlich. Südosten vielleicht. Ist eher unwahrscheinlich. Nein, aber ich denke, die für die richtig großen Anwendungen, wo ich jetzt sage, ich habe über 300 Nutzer pro Tür und ich habe eben 400 Zylinder und, dann ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte man, glaube ich, auch mit der Handy-App einfach nie verwalten. Das wird dann sehr unübersichtlich. Mhm. Da empfehle ich dann wirklich das Iseo Argo-System. Das ist das höhere. Das sind die exakt gleichen Komponenten, aber dann ist halt eine richtige Software dahinter, dann ist ein richtiges Programmiergerät dahinter. Das ist, ich denke, hier kommt auch, was die Benutzerfreundlichkeit der App angeht, kommt man hier auch einfach dann irgendwann an seine Grenzen. Weil bei 300 Chips zum Beispiel auf einem Zylinder, da scrolle ich ja unter Umständen eine halbe Stunde, bis ich den mal gefunden habe. Deswegen, das ist wirklich gedacht für Standalone, zu Hause, 3-4 Zylinder, wunderbar, oder ein kleines Büro, eine kleine Zahnarztpraxis, 10 Zylinder, das ist alles okay, aber dann ist so eigentlich so der Schnittpunkt erreicht. Das sind ja bisher bei ganz vielen Herstellersystemen so, wir hatten schon mal ein Video gemacht über Siemens Force Mobile Key, wir haben schon mal ein kurzes Teaser-Video gemacht über Salto KS, also Key as a Service, und jetzt eben hier Iseo Libra, das sind alles Systeme, die in, ich sag mal so, bis maximal 20 Türen, 50 Nutzer. Da empfehle ich die. Alles, was darüber hinausgeht, müssen wir drüber reden. Deswegen bei Interesse schreibt uns lieber an und wir beraten euch lieber nochmal und sagen, ist das wirklich das Richtige? Wie könnt ihr uns anschreiben? Vertrieb@fegner.de ist das Einfachste. Wir haben ein Ladengeschäft in Dresden Freitag, könnt ihr auch vorbeikommen. Die Komponenten, die ich euch hier gezeigt habe, sind auch immer verfügbar und können, wie gesagt, auch innerhalb von ein paar Minuten auf die gewünschte Länge gebracht werden. Ihr könnt das Ganze natürlich auch in unserem Online-Shop kaufen unter sicher24.de. Dort gibt es das Starter-Set, dort gibt es die zusätzlichen Komponenten. Ihr könnt jederzeit diese Chips nachbestellen und. Das ist alles kein Problem, das ist alles Lagerware bei uns. Ja. Bleibt sicher, bleibt gesund. Bleibt sicher, bleibt gesund. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ.
mal was anderes, mal wieder ein Zutrittskontrollsystem, aber ihr seht schon, wenn ihr einige Videos über Zutrittskontrollsysteme gesehen habt, es hat immer so sein Für und Wider. Jedes System hat irgendwie was Spezielles und es ist eben wie überall im Leben, ist Geschmackssache. Der eine möchte das eben so, der andere möchte das eben so. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, da würden wir uns riesig drüber freuen. Lasst einen Kommentar da, wenn wir was vergessen haben, wenn wir vielleicht was, wenn euch dazu noch was interessiert, wenn ihr auch mal eine Idee habt, zu was wir noch ein Video machen können, auch da gerne mal einen Kommentar unter das Video. Und ansonsten, genau, bleibt sicher, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal und da vielleicht dann auch kein weiteres Zutrittskontrollsystem. Macht's gut, ciao.